Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin total gestresst, weil ich eine Stunde Zeit habe, um mich fertig zu machen, zu essen und ein bisschen Modern Family zu gucken. Leute, Staffel 11 ist raus und ich freue mich so sehr. Teilen wir uns hier einmal eine Pizza und die Suppe von gestern und schauen eine Runde Modern Family dabei. Ready, let's go. Guten Tag. Gestern war so stressig. Der Tag hat mit den größten, brutalsten Kopfschmerzen ever gelandet. Wir waren dann bei dem Termin und ich hatte so Kopfschmerzen, dass ich kaum meinen Kopf nach rechts und links bewegen konnte. Wir sind aber anschließend zu Freunden gegangen, weil sie hatten uns nämlich eingeladen zum Kochen und sie hatte auch schon gekocht und so weiter. Und ich wollte jetzt nicht so assi sein und sagen, ich komme doch nicht. Obwohl die Schmerzen wirklich ganz schlimm waren und dort war es dann okay, weil als ich was gegessen und getrunken habe und wir dann so saßen, war es dann okay. Und dann irgendwann habe ich dann zu meinem Mann um 7:30 oder so abends gesagt, wir müssen jetzt gehen, ich kann nicht mehr. Ja, dann habe ich mich nur noch auf die Couch gelegt. Mein Mann hat, glaube ich, das Triell nochmal nachgeguckt, das hatten wir am Wochenende verpasst. Und ich bin dabei fett eingeschlafen. Aber wir haben noch vorher ein bisschen Wer wird Millionär geguckt. Das gucke ich nämlich sehr, sehr gerne. Jetzt mache ich mich fertig, aber nicht ganz so krass, weil ich habe nämlich um 2 Sport. Und hallo! Frühstücken wir noch? Nein, ich kann machen. Okay. So macht man das. Allerdings habe ich so einen krassen also das ist ja voll schlimm geworden hier am Hals. Also es ist, glaube ich, wird jetzt besser. Ich traue mich gar nichts drauf zu machen, ehrlich gesagt. Das ist nämlich so ein bisschen entzündet mäßig, sodass ich eher die Finger davon lasse. Aber ich finde es unangenehm, so rumzulaufen. Kann man ja auch mal sagen, ne? Dass, natürlich wäre es jetzt besser, wenn es an der Luft wäre und so, aber ich würde mich die ganze Zeit so ein bisschen so verstecken. Und deswegen werde ich jetzt meine Cremes und so weiter auftragen und vielleicht noch eine Tinted Cream und dann halt die Spot correcten. Wir nehmen aber erstmal jetzt hier den Invisible Flawless Primer. Den mag ich sehr gerne. Ich glaube, der war mal eine Zeit lang ausverkauft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der jetzt wieder da ist. Das ist nämlich ein Primer mit 50 SPF direkt mit drin. Den habe ich auch im Urlaub jeden Tag benutzt und schützt euer Gesicht vor den Sonnenstrahlen, die auch im Herbst natürlich nicht, generell auch wenn es bewölkt ist und so weiter, nicht unbedingt vernachlässigen, Leute. Und ja, heute habe ich noch ein paar Sachen vor. Ich muss mir die auch aufschreiben, glaube ich, weil es so viel ist, was ich machen möchte, dass es sonst, wisst ihr, kennt ihr das, wenn das so viel ist, dass man dann gar nichts macht? Ich drücke jetzt hier von Laura Mercier die BB Cream auf, beziehungsweise den Tinted Moisturizer. Ich finde, das vergeht schon nach so ein paar Stunden, aber das ist so ein Produkt, das könnt ihr so einen halben Tag so richtig schön tragen. Einfach auch mit den Fingern, deswegen ist es so super easy. Ich habe heute auch noch ein paar Pakete zu unboxen. Ich möchte so ein paar Sachen auch, ich möchte den Spiegel von meinem Mann streichen. Es geht wieder los. Die Heimwerker Tara ist wieder da. Mir ist gestern auch in der Nacht eingefallen, was ich in dem Büro von Maya und meinem Mann machen möchte. Das ist mir in der Nacht eingefallen und ich habe gestern zu meinem Mann gesagt, ich sag jetzt was und du darfst nicht Nein sagen. Und der so, hm? Ich so, nee, nee. Ich sag jetzt was, du darfst nicht Nein sagen. Und der so, okay. Ich möchte gerne dein Büro machen, habe ich dann gesagt. Und er war erstmal so, okay. Und ich habe dann gesagt, komm, ich erkläre dir das morgen nochmal, wie ich das denn genau meine. So sind wir verblieben. Das heißt, ich muss noch ein cooles Moodboard oder so gestalten, dass ich das nämlich zeigen kann. Ich habe nämlich gestern, falls ihr mir auf Instagram folgt, habe ich gezeigt, wie das war so ein Flur mit so schwarzem Stuck an der Wand und die Wände waren so ein bisschen, es hat mich irgendwie so an Jo Malone Paket erinnert. Die Wände waren so ein bisschen sandig, schon fast gelblich, das würde ich eher nicht machen, aber es sah wunderschön aus und dann war der schwarze Stuck an den Seiten, an den Decken, überall, das ist ja zu viel für den Raum. Ja, aber für die, ich habe da so eine kleine Idee und das Büro gefällt mir schon die ganze Zeit nicht. Das ist so ein bisschen lieblos. Ich habe jetzt übrigens keinen Bock, meinen Beautyblender zu waschen. Gerade. Ich habe hier noch ein ganz kleines bisschen von diesem Concealer. Das ist der von Laura Mercier. Der ist aber echt
schon am Ende seiner Kräfte. Da, wo der Beamer bei uns im Kino draufsteht, das ist ja so ein weißes Gestell. Und die Wand wurde ja schwarz gestrichen. Das wollte ich auch noch streichen. Mal gucken, vielleicht kann ich ja einfach mit dem Streichen heute so ein bisschen anfangen. Ja, ich habe noch so zwei Nachttische, die ich gerne verkaufen möchte. Und ich habe ja das Regal auch verkauft im Wohnzimmer. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich habe das auf jeden Fall verkauft. Ganz viele waren ganz traurig, weil sie gesagt haben, das Regal ist so schön im Wohnzimmer und es passt zu dir und es begleitet dich schon so lange und so. Und ich finde ehrlich gesagt, es hat in der Loftwohnung in Köln sehr gut gepasst. Aber wir sind uns tatsächlich einig, mein Mann und ich, dass es in diesem Haus nicht so wirklich viel Sinn macht. Also es ist so ein bisschen, nicht der Stil, den dieses Haus unterstreicht. Ich mag dieses leichte Make-up übrigens sehr gerne. Es ist so schön. Pickel auf meinem Hals so ein bisschen abdecken, beziehungsweise nochmal fixieren mit Puder. Das war aber ganz komisch, wirklich in Paris. Meine Cousine hatte das am ganzen Dekolleté auf einmal so. Wir denken wirklich, dass es vom Duschgel kommt. Ich habe übrigens, es ist keine Werbung oder so und ich finde das einfach nur sehr, sehr cool. Ich habe bei Calzedonia Strumpfhosen bestellt. Nicht Strumpfhosen, Socken oder so. Socken und Overknee-Socken. Die gab es 5 Stück für 10 Euro. Und es waren wirklich teilweise so Kaschmir-Overknees und diese Thermosocken und ja, ich weiß gar nicht, ob bei Strumpfhosen, ehrlich gesagt, habe ich nicht mehr bei Strumpfhosen geguckt. Und bei Calzedonia, ich verlinke euch das mal, vielleicht hat der ein oder andere Lust oder braucht tatsächlich gerade irgendwie sowas. Ich glaube, irgendwie für den Herbst ist es immer ganz schön, wenn man so Stiefel anhat und dann halt diese Overknees. Das macht immer sehr, sehr viel schon mit dem Look. Jetzt mache ich nur noch meine Eyebrows, mit denen bin ich übrigens immer noch zufrieden und happy. Soraya hat mir übrigens ihre neuen Lipsticks geschickt. Ja, ich möchte das unbedingt ausprobieren. Ich werde sie jetzt kurz mit euch testen. Die waren ja auch wirklich ausverkauft auf Douglas. Und ich war so, wieso kann ich es nicht bestellen? Und dann hat sie mir geschrieben, als hätte sie mich gehört. Und dann von Nighter Spray, meine Mini-Variante ist schon fast leer. So, wir brauchen noch nicht mehr Mascara heute. Dann gehen wir erstmal frühstücken, bevor es hier Ärger gibt. Und dann zeige ich euch erstmal die Lippenstifte, weil es wartet ja zu lang. Tada! Happy. Danke. Der Ofen ist so dreckig geworden. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe hier oder wie. Ich mache jetzt auf jeden Fall diese Pyrolyse an oder wie das heißt. So, Verschmutzungsgrad. 1, 2, 3. 3 Bleche raus. Sofort starten. Tür wird verriegelt. Und dann geht das richtig hoch, heizt es richtig auf. Und wenn das dann durch ist, kann ich einfach durchwischen. Diese wunderschönen Blumen habe ich bei Dior auf dem Event mitgenommen. Also die haben da Blumensträuße gebunden für uns. Und das Wasser ist jetzt so ein bisschen... Und es ist ganz wichtig, wenn ihr wollt, dass die Blumen lange halten, dass ihr zwischendurch Wasser wechselt, sie auch gerne neu anschneiden. Ein bisschen, wenn ihr seht, dass sie es brauchen. Die Vase auch gerne so 2/3 füllen, weil wir brauchen einfach das Wasser. Ich habe früher immer nur ganz wenig Wasser in die Vasen getan, weil ich dachte, jetzt ziehen das ja eh nur. Aber eine Floristin meinte zu mir, nee, die sollte schon immer so 2/3 gefüllt sein. Und so halten sie tatsächlich am längsten. Ich habe den letztens in der Story gesehen bei der Randa und habe dann gedacht, wow, ich probiere das mal aus. Die haben nämlich damit Schuhe sauber gemacht und ja. Dann habe ich das direkt bestellt und die wurden so sauber, also diese weißen Sneaker wurden so sauber. Und deswegen will ich das gerne mal ausprobieren und gucken, ob das bei uns auch so gut klappt. Das ist so ein Universalstein, umweltfreundlich, gift- und säurefrei. Ja, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Video schaffe, aber ich werde es auf jeden Fall zeigen, weil das, was sie gezeigt hat, also wie es bei ihr halt funktioniert hat, war halt schon echt krass. Und die Schuhe waren wirklich richtig, richtig dreckig und die wurden fast wie neu. Und ja, das kann man aber auch tatsächlich für alles andere benutzen. Und hier steht auch keine Gefahr mehr für Kinder, biologisch abbaubar. Und ja, kannst du wirklich für alles Küche, Spüle, Ceranfeld, Induktionsfeld und alle anderen Kochfelder. Fliesen, Armaturen, Backofen, Kühlschrank, Dunstabzugshaube, Arbeitsplatte, Waschbecken im Bad, WC, Duschwanne, Duschwände, Badewanne, Armaturen, Fliesen, Haus, Fensterscheiben, Fensterrahmen, Gummidichtung, Rollläden. Oh, Gummidichtung. Mal gucken, ich habe nämlich ein so ein bisschen verschmutztes Silikon. Vielleicht geht das so ein bisschen weg. Spiegelboden, Belege, Kamin, Innentüren, Haustüren. Wir haben ja jetzt auch einen Kamin. Ich werde die Tage auch bei Bauhaus Holz bestellen, damit wir bald hier zu Hause Holz haben. Keramik, Emaille, Edelstahl, Kunststoff, Porzellan, Marmor, Granit, Glas, Metalle, Edelmetalle, Acryl. Ja, Gartenmöbel, Bodenbelege, Holz. Bin ich sehr, sehr gespannt. Lasse ich direkt hier stehen, damit ich das nicht vergesse. Habe ich, wie gesagt, selbst bestellt. Sie hatte irgendwie so ein
paar Prozent, irgendwie 10% oder so da drauf. Und damit habe ich dann fast die Versandkosten gespart. Ich, wie man sieht, mache gerade das Waschbecken sauber. Und ich habe hier so einen schwarzen Streifen, den ich nicht wegkriege. Und ich werde das jetzt mal versuchen mit diesem Universalstein. Also das sieht man, ne? Ich hoffe, das kann man so ein bisschen erkennen. Aber der Streifen ist hier und geht hier so entlang. Ich glaube, da bin ich mal mit einer Pfanne oder so reingekommen. So, ich weiß es nicht. Nimmt man das jetzt einfach mit dem Schwamm hier auf? Boah, das ist weg und es ist richtig weiß geworden. Ich mache das jetzt mal im Waschbecken komplett. Okay, das ist schon krass, weil meine ganzen Kratzer lösen sich gerade in Luft auf. Ein Fleck, den kriege ich nicht richtig weg. So, ihr Lieben, das Waschbecken ist wieder weiß und ich habe hier auch keinen einzigen Fleck mehr. Wahnsinn. Wir testen es aber definitiv noch an anderen Sachen und Produkten und dann gebe ich euch meine finale Empfehlung oder Empfehlung. So ein schönes Wetter. Es ist so richtig schön herbstlich und immer wenn ich in diese Räume reinkomme, sieht man einfach nur diese Bäume und wenn die sich noch orangener verfärben, sieht es tatsächlich aus wie ein Gemälde, auch hier drüben. Wenn man hier drüben reinkommt, ist es auch immer so schön. So, es ist so hübsch, oder? Ich werde jetzt einmal hier die Wäsche machen. Das ist ein riesen Wäschekorb. Und dann, glaube ich, gehe ich mit meinem Mann kurz ein Foto machen. Die haben nämlich hier bei uns auf dem Feld so einen richtig coolen so Heuballen übereinander gestapelt. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Fotolocation. Maya ist ja aktuell gerade im Urlaub. Sonst würde ich sie fragen, ob sie mit mir kommt. Aber ja, sie ist gerade nicht da und deswegen habe ich ihn gerade gefragt. Und ja, da ist er doch dabei. Und da fahre ich dann einfach gleich hin, damit ich auch was Schönes für Instagram habe. Ich habe nämlich ein paar coole Herbst-Outfits. Ich zeige euch gleich mal meine Zara-Ausbeute. Und bin auch die ganze Zeit online im Schauen, was es so gibt. Und was noch so ein Kleid gesehen bei Zara. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Ich bestelle das mal eben, weil das liegt seit Tagen in meinem Warenkorb. Und zwar ist es einfach so ein blau gemustertes Kleid. Einfach so schön mit so einer schwarzen Strumpfhose oder eine braune Strumpfhose. Jetzt einmal bestellt. Beim H&M-Warenkorb liegt auch so viel, sehr, sehr viel Interior-Produkte. Also so Vasen. Eine wunderschöne Vase, Leute. Diese Vase ist ein Traum. Das soll ich bestellen, bevor es wieder weg ist. Ja, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, durchzugucken. Also fertig zu schauen. Es ist auch so kalt geworden, ne? Nachts machen wir nicht mehr beide Fenster auf zum Schlafen, sondern nur noch das hintere. Weil es wird wirklich, also nachts, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss schon immer nachts Pipi. Also ich muss immer mindestens einmal Pipi machen gehen, weil ich abends daran, also ich trinke den ganzen Tag über nicht wirklich viel Wasser, das ist nicht so gesund. Und abends fällt mir das dann auf und dann trinke ich so viel. Es ist dann richtig kalt, wenn ich zurück ins Bett gehe. Also es ist eigentlich wieder so eine Wärmflaschenzeit. Ich hatte gestern auch eine Wärmflasche. Meine Lieblingswärmflasche, die auch, glaube ich, in der Infobox verlinkt ist, die habe ich aktuell nicht, weil ich sie, glaube ich, irgendwem vergessen habe. Weil ich immer darauf achte, dass das wirklich zertifizierte Wärmflaschen sind, weil ich benutze sie so oft. Mir ist eine Mal im Bett geplatzt und es war nicht so witzig. Tada! Das muss jetzt einmal alles nur noch eingeräumt werden. Ich habe von Love dieses Kissen hier bekommen. Das hat die Letizia mit Love zusammen rausgebracht. Und es ist so ein Seidenkopfkissen. Das werde ich jetzt einmal austauschen, meins, dem hier. So, das ist 100% Seide. Und ja, ich freue mich, mich heute Abend da drauf zu legen. Ich glaube, fürs Gesicht ist es wirklich am allerbesten, weil Seide zieht nämlich keine Feuchtigkeit aus dem Gesicht und aus dem Körper generell. Also es wäre natürlich besser, wenn alles aus Seide wäre. Aber fangen wir mal mit einem Kopfkissen an. Der Gute geht jetzt einmal das Badezimmer saugen. Weil ich da gestern meine Haare geföhnt habe und gestylt habe, liegen hier super viele Haare am Boden. Und ich finde den so praktisch, muss ich wirklich sagen. Ich muss sagen, es ist praktisch für die mittlere Etage, da benutze ich ihn sehr viel. Unten habe ich ihn eher weniger benutzt, weil er dauernd irgendwo hängen bleibt, also die untere Etage. Ich überlege, ob ich ihn deshalb nach ganz oben bringe, weil er da dann immer wieder halt durchsaugen kann. Weil ich ihn halt unten nicht benutze. Das wäre doch vielleicht eine ganz clevere Idee, die mir übrigens gerade während ich gedreht habe, eingefallen ist. Ich habe gerade kurz diesen Raum aufgeräumt und wir machen gleich Fotos, weil er jetzt nur kurz Zeit hat für Fotos. Habe ich gedacht, ich zeige euch
welche Pakete mich erreicht haben die letzten Tage. Dafür brauchen wir einmal ein Messerchen. Ich weiß nicht, wo meine Scheren hin sind. Das ist ein bisschen doof. Ich müsste mal zu DM und so Augenbrauenscheren holen. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Ich kann meine Augenbrauen auch nicht schneiden. Ich wollte sowieso mal zu Butlers und gucken. Die haben ja nämlich schon, ich glaube, Weihnachtsmarkt aufgebaut. So Weihnachtssachen. Ich weiß nicht wegen Weihnachtsmärkten, wie es dieses Jahr ist, aber es ist so traurig einfach, wenn es keine gibt. Also es fehlt so viel, ne? Yves Saint Laurent hat ein Paket geschickt. Rufe jetzt deine persönliche Videobotschaft ab. Scan me. Liebe Tara, ich bin Angie, Brandtrainerin der Marke Yves Saint Laurent Beauty und ich freue mich riesig, dass du die Yves Saint Laurent Box mit unseren Neuheiten für eine atemberaubende Nacht erhalten hast. Sprühen wir mit mir gemeinsam aus und Moment! Was kannst du riechen? Black Opium Eau de Parfum Extreme spielt mit krassen Kontrasten. Vanille? Hell und dunkel, schwarz und weiß. Vanille? Das Kaffee? Auf die besonderen Inhaltsstoffe, die du hinter mir sehen kannst. Mm. Der extrem schwarze und süchtig machende Kaffee, weiße, strahlende Blüten und das Ganze wird umrahmt von sinnlicher Vanille und sanftem Patchouli. Ihr habt es gehört, der neue Black Opium ist da auf dem Markt. Ich habe ihn gerade gesprüht und er riecht tatsächlich wie eine Perfektion für den Herbst-Winter. Er riecht nach Vanille, Kaffee und Patchouli. So super, super herbstlich und winterlich. Also ich mochte es sehr, sehr gerne. Und dann habe ich noch einen The Slim Velvet Radical. Die Slims habe ich euch auch schon 100-mal gezeigt. Das sind diese ganz schönen, sehr präzisen. Die fühlen sich sehr, sehr leicht auf den Lippen an, sogar bei einem Rot-Lippenstift. Verlinke ich euch gerne in die Infobox. Das ist hier der ganz neue. Mit einem samt-mattem Finish, volle Deckkraft und einer cremigen Textur. Oh, es ist Bare Minerals. Foundation und Concealer, die Mineral Foundations und Concealer, die sind ja auch sehr bekannt. Und darauf bauen die meistens weiter auf, weil die einfach sehr beliebt sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht so super viel davon ausprobiert, muss ich aber definitiv mal tun. In 1995 launchten sie nämlich ihre erste lose Mineral Foundation und Now Meet the Originals mit Hailey Bieber. Tada! Ich werde mir das mal hier rausstellen, weil ich muss es unbedingt testen. Wow, die sehen auch nach schönen Farben aus. Meistens habe ich echt ein Problem mit Farben. Sieht nach einem schönen Gold aus. Die Farbe Light, Medium und Tan habe ich hier. Vielen Dank. Ich habe sogar noch einen passenden Pinsel dafür bekommen. Im Moment trage ich auch gerne mal Foundation mit einem Pinsel auf. Nichts kommt an einem Beauty Blender, aber so ein Pinsel, wenn es schnell geht, kann auch ein Segen sein. So, es gibt sogar auch noch die passenden Concealer. Nicht, dass die jetzt auch nicht hier mit drin sind und ich Trottel schmeiße es weg. Ja, tatsächlich. Hier unten ist noch eine Schublade. Tada! Wir haben hier noch die drei verschiedenen Concealer und auch noch einen passenden Pinsel, auch wieder in Light, Medium bzw. in Fair, Medium und Light. Sehen auch aus wie tolle Töne. Gerade Light, Medium sieht gut aus. Könnte gut hinhauen. Und wir haben hier noch den passenden Bare Minerals Pinsel dafür. Wenn so Make-up-Videos gerne geschaut werden würden, ich würde sie so gerne drehen. Aber es ist dann wirklich so, dass am Ende nicht mal die Hälfte von euch dabei ist. Und es ist halt super schade, aber ich baue es gerne in einen Vlog einfach ein. I only caught you when it's half past. Fuck the only time that I'll be by your side. Ich brauche unbedingt so einen Brieföffner. So krasse Brieföffner für 100, 200 Euro. Der ist schön. Ein handgemachter Brieföffner von Etsy. Gott, es gibt einen für 1360 Euro. Ja, it's tart. Amazonian Clay Foundation oder was ist das? Eine Full Cover Foundation Vegan Oil Free Poreless Technology Featherlight Full Coverage Soft Matte Airbrush Finish. Ganz schön viele Statements hier, du. Eyeshadow Liner, cool. Ein Waterproof Eyeshadow Liner, aber auch mal in einer wunderschönen Farbe, in so einem Matt Tan Brown mäßig. Es hat hier auf der einen Seite erstmal so einen dunklen und auf der anderen Seite so einen hellen Stift. Und ich glaube, das ist ganz cool. Coole Geschichte. Und dann haben wir zwei Foundations. Einmal in der Farbe Sand und Medium Tan Neutral. Müsste eigentlich passen. Lege ich auch hier raus, um das zu testen.
Sieht cool aus in dieser Tube, ne? Und dann, ich liebe die Paletten, die Schattenpaletten. Ich glaube, rosa ist so ein Ding dieses Jahr, oder? Super viel in den Läden zu kaufen, also auch bei Zara und bei H&M und so werden immer wieder pinke Röcke, Cardigans, Hemden und so weiter vorgeschlagen. Und deswegen glaube ich, dass rosa dieses Jahr sehr, ich habe auch einiges rosa gekauft. Ich hatte tatsächlich nur ein dunkelrosanes, eine dunkelrosane Strickjacke. Und dieses Jahr habe ich jetzt, ich habe jetzt zwei Hemden oder so schon gekauft. Ja, und das hier sind die Farben. Sehen auch sehr vielversprechend, sehr schön, sehr frisch aus. Für all die Lidschatten-Liebhaber unter euch. Ich glaube, es könnte eine coole Sache werden. Können wir hier mal Swatchy. Leute beachten auch, dass ich relativ gebräunt bin. Aber die Farben sind schon sehr pigmentiert. Hier ist noch so ein Buffer. Airbrush Finish Bamboo Foundation Brush. Oh, bin auch sehr gespannt. Und noch ein von... Noch zwei. Oh, noch zwei von den Eyeshadow Sticks. Vielen Dank. Plus ein Tuch. Seht ihr, ich sag doch, rosa ist dieses Jahr so ein bisschen mit Braun im Mix auf jeden Fall dabei. Boah, ist das ein schönes Tuch. Und last but not least haben wir noch It Cosmetics. Wir haben hier einmal die Medium Cool 30. Improves Bare Skin in 2 Weeks. Also, Foundation ist viel rausgekommen, wie wir jetzt gerade sehen. Ich werde es alles testen. Das ist eine Glowy Foundation, weil da sind Partikel drin. So kleine goldene Reflexe. Die werdet ihr durch die Kamera safe nicht sehen. Die sehe ich einfach nur, oh mein Gott. Your Skin with Butter Foundation and Skincare. Improves Bare Skin in 2 Weeks. Waterlight, Medium Coverage und eine Natural Radiant Foundation. Plus wir haben hier noch einen Pinsel. Also ich habe echt viel Foundation mit Pinsel bekommen. Ne? Scheint jetzt gerade alles rauszukommen. Auch ein sehr süßer, sehr herbstlicher Pinsel. Da sind nämlich so kleine braune Herzis drauf. So, ich werde mich jetzt kurz umziehen. Wir werden nämlich kurz das Foto machen und danach zeige ich euch, was ich bei Zara gekauft habe. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwie vor dem Sport hier oder nach dem Sport wollte ich ja noch den Spiegel anmalen und dieses Ding im Kinoraum. Aber ich ziehe mich jetzt erstmal um und dann fahren wir erstmal ein Foto machen, damit ich heute was zum Posten habe. Ich hoffe sehr, dass diese aufeinander gestapelten Heuballen noch da sind, wo wir jetzt gerade hinfahren. Ansonsten müssen wir uns ein Feld suchen, aber es ist ja wirklich sehr, sehr schön. Ja, let's go. Wir haben es hinbekommen, wir haben es gefunden. Da war tatsächlich noch so ein Weg, habe ich auch auf Insta gezeigt heute. Da konnte man sich halt direkt hinstellen. Und ja, jetzt werde ich ganz schnell was kochen. Und damit, wenn wir vom Sport kommen, mein Mann fährt jetzt zum Sport, ich fahre danach zum Sport, wir auch noch was haben. Ich glaube, ich mache einfach schnell eine Kürbissuppe. Das Ganze kocht jetzt oder beziehungsweise brät einmal die Zwiebeln an und ich werde in der Zwischenzeit die Wäsche aufhängen hier unten. Oh, mein Akku ist leer. Mal gucken, was hier schon trocken ist. Sortiert es übrigens gerade nach Bügeln und Nicht-Bügeln. Mein Wäschekorb ist gerade oben, deswegen sieht es ein bisschen durcheinander aus. So, es war nicht so super viel, deswegen hier hängt der Rest, weil es sehr wollig und sehr dick alles war. Passte nicht mehr rein, deswegen habe ich jetzt noch eine Waschmaschine angemacht. Der Thermomix-Ton, wenn der nächste Schritt kommen soll. Das geht ewig so, ne? Das geht eine Stunde. Ohne dass er sich denkt, okay, es hat jeder gehört, aber es kann gerade niemand. Ja. Kürbis, Möhre und Kartoffel sind jetzt hier drin. Und Sarah verschiebt und verschiebt sich ein klein wenig. Aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Das machen wir dann einfach danach, weil jetzt kocht die Suppe gerade. Ich bin rechtzeitig fertig geworden. Ich hatte mal eine ganz coole Sporttasche, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo die ist. Die hat mir mein Mann geschenkt von Under Armour. Deswegen nehme ich jetzt einfach hier einmal meine eigene Bag. Mein Zeug da rein. Ein Handtuch, Wasser und Sportschuh. Der Ofen, Leute, ist blitzeblank. Ich muss gar nichts machen. Ich wische da einmal noch kurz drüber, damit das nicht fest trocknet. Und dann muss ich direkt los. Und der ist jetzt natürlich richtig heiß. Er ist tippitoppi sauber. Vielen Dank. Zwei Varianten. Mit der ersten starten wir die Hände ganz normal auf dem Bauch. Ja? Ja. Und bei der zweiten möchte ich, dass du die Hände hier hinnimmst. Okay? Das hat Folgendes zu bewirken. Wenn ich oben aktiv bin, kann ich eine stärkere Aktivierung im Rückenstrecker erzielen.
kriegst du ja doch den ganzen Tag schon. Genau. Sehr gut. Brustkorb öffnen. Schulterblätter hinten zusammenführen. Richtig schön durchstrecken. Komm, bis zum Ende. Auch wenn jetzt weniger Wiederholung möglich ist. Genau das ist ja das Ziel. Ne? So, nach dem Sport ist die Suppe fertig. Können wir schnell essen, bevor es weitergeht. Ich habe mich jetzt gerade hier hingesetzt und habe die YouTube-Kommentare vom letzten Video angeschaut, weil ich wollte gerne wissen, was ihr so dazu sagt, wenn ich montags und dienstags halt hochlade. Und ja, viele haben halt gesagt, lad lieber montags und mittwochs hoch. Dieses Video wurde auch nicht so, also das letzte Video wurde auch nicht so viel geschaut. Das heißt, daraus schließe ich einfach, dass ihr noch einen Tag dazwischen braucht, um einfach hinterher zu kommen. Aber ich bin natürlich wieder auf eure Kommentare gestoßen und ich muss wirklich sagen, es ist langsam super nervig. Die Diskussion darüber, ob ich jetzt zugenommen habe, ob ich schwanger bin, meine Kurzatmigkeit. Es sind einfach, also erstens habe ich zugenommen. Ich habe jetzt, glaube ich, fast 10 Kilo oder so zugenommen. Das sieht ein Blinder mit Krückstock, das brauchen wir nicht jedes Mal in die Kommentare schreiben. Es ist nämlich super nervig. Ich weiß nicht, aus welcher Intention man das macht, einem Menschen das zu sagen. Ich habe noch nie zu einer Person gesagt, hast du zugenommen? Das ist doch nichts, was man einem Menschen sagt. Und man sieht doch, dass ich zugenommen habe. Und vor allem, immer wenn ich zunehme, das allererste ist in meinem Gesicht. Ich nehme immer hier meinen Wangen zu. Also viele haben ja weiterhin schmales Gesicht, dafür irgendwie mehr Hintern oder Oberschenkel oder wie auch immer. Ich habe sofort ein fülligeres Gesicht und fülligere Oberarme. Das habe ich im Moment. Ganz abgesehen davon hatte ich immer schon eine Kurzatmigkeit. Jetzt natürlich mehr als vorher, weil ich jetzt auch viel weniger Sport gemacht habe. Also ich habe ja jetzt wieder angefangen, wie ihr seht, und fange jetzt auch wieder regelmäßig an. Aber ich hatte immer schon verengte Atemwege. Also meine Mama hat auch Asthma gehabt und ja, ist jetzt nicht mehr so schlimm wie damals. Sie hat immer dieses Ding mit sich gehabt. Aber ja, wir haben auf jeden Fall Kurzatmigkeit oder verengte Atemwege bzw. Asthma in der Familie. Aber und ich frage mich, was sich der ein oder andere erhofft, weil ich werde auch privat angeschrieben von euch. Hey, kann es sein, dass du schwanger bist? Und dann frage ich immer, denkst du, ich sage jetzt ja, aber sag's keinem. Ich weiß nicht, was man sich daraus erhofft, wenn ich es bin und ich bereit bin, es euch zu sagen, dann sage ich euch das schon, aber so würde es mir auf jeden Fall keinen Spaß machen, weil es super nervig ist, weil ich dauernd danach gefragt werde. Und ich habe mich so krass aus den Kommentaren immer rausgezogen, weil ich einfach dann keine Motivation mehr habe, für euch zu filmen, weil ich mir dann denke so, was zur Hölle bemutigt diese Menschen immer sowas zu schreiben und wo. Also es haben natürlich auch genug wieder schöne Kommentare geschrieben, aber nicht mal ansatzweise in Relation zu den negativen, also zu diesen Kommentaren, die mich richtig nerven. Auch nicht in Relation zu den Menschen, die es angeschaut haben. Gar nicht natürlich. Auch nicht die Bewertung des Videos, also auch kein Daumen hoch oder sowas. Und dann schaue ich mir diese Kommentare an und dann bin ich so demotiviert, was für euch zu drehen, weil ich mir denke, so, umso älter ich werde, desto dreister werden die Menschen. Und ich dachte eigentlich, es ist andersrum. Das stimmt aber gar nicht, weil junge Leute sind noch so unbefleckt und die kommen gar nicht auf so Dummheiten, habe ich das Gefühl. Deswegen, ich verstehe das einfach nicht. Wenn ich zugenommen habe, habe ich zugenommen. Ich bin immer noch dieselbe Persönlichkeit, ich bin immer noch dieselbe Mensch. Ich sag euch, ich habe eine Hormontherapie gemacht. Ich musste über 8 Monate lang ein Hormon nehmen, welches wirklich Fett gespeichert und Wasser gespeichert hat in meinem Körper. Ich versuche das gerade wieder loszuwerden. Es ist für mich eine Last und trotzdem hacken die Menschen da drauf rum. Ich check's nicht. Soll ich das jetzt als Intro jedes Mal nehmen, damit ihr das nicht mehr schreibt? Oder werden irgendwann die Menschen feinfühlig genug, das Menschen einfach nicht dauernd zu sagen, auch wenn es ja nur eure Meinung ist? Einfach so eine Meinung interessiert einfach niemanden. Gerade überhaupt nur diese Kamera hochgenommen und wieder mit euch geredet, weil ich nämlich eine Nachricht von einer Zuschauerin auf Instagram bekommen habe, die mir so schöne Worte gesagt hat. Und zwar hat sie gesagt, es ist völlig egal, ob du an einem Montag oder an einem Dienstag oder an einem Freitag oder Sonntag oder wann auch immer du ein Video hochlädst. Menschen, die dich mögen und die deine Videos mögen, die werden nach dir suchen. Deswegen stress dich nicht. Und sie hat mir sowieso so einen ganz langen, wunderschönen Text. Ich hatte gerade wirklich Tränen in den Augen. Sonst hätte ich diese Kamera heute einfach zur Seite gelegt und gesagt, wisst ihr was, könnt mich mal. Ich bin ein Mensch am Ende des Tages. Generell seid ihr umzingelt, umgeben von Menschen. Hört auf, ihnen absichtlich weh zu tun und benutzt das Internet nicht als eure Fußabtreterplattform. Das ist unfair, weil wenn ihr irgendwie aggressiv seid oder unglücklich seid, dann findet irgendeine Lösung, das abzugeben.
Also wenn ich irgendwie schlechte Laune hatte, ich bin immer zum Kickboxen gegangen. Das hat mir so viel gegeben. Ich konnte so viel Aggression freilassen, die ich immer in mir gestaut habe, die ich nicht an anderen Menschen übrigens rausgelassen habe. Und das ist jetzt das erste, oder also seit ich angefangen habe, vor 7 Jahren ungefähr, hatte ich ungefähr dieses Körpergewicht. Also ich hatte noch ein bisschen mehr. Mein Gesicht war nämlich noch ein bisschen voller, meine Wangen gingen sogar so ein bisschen hoch. Aber, wobei, wenn ich lache... Ja, dann habe ich in 4 Monaten irgendwie 20 Kilo oder so abgenommen. Und seitdem habe ich nie krasse Gewichtsschwankungen gehabt. Auch nicht während Corona, während die Hälfte, die ich kenne, super viel zugenommen hat. Was none of my business ist. Es ist einfach, es ist doch völlig egal. Also was tangiert es mich bitte? Wie wenn ich jetzt zu einer gehen würde und sage, du hast aber dünnes Haar, ne? Du hast ganz, ganz dünnes Haar, ne? Und da 300 Leute am Tag sagen ihr das. Du hast ganz dünnes Haar, das... Geht's dir nicht gut? Hast du Stress? Ist es dünnes Haar? Bist du schwanger? Bist du schwanger? Oder hast du eher abgenommen? Hast du zugenommen? Deine Nase ist so groß. Hast du irgendwas mit deiner Nase? Geht's dir nicht gut? Möchtest du irgendwas sagen? Bodyshaming, Leute, ist einfach nicht richtig. Ihr tut Menschen damit weh. Inklusive mir tut das weh. Ich werde das nie begreifen. Ja. Jetzt brauche ich erstmal ein paar Minuten für mich. So, ich habe jetzt gerade noch die Wäsche gemacht und sorry für den Ausraster gerade, aber sorry, not sorry, ehrlich gesagt. Ich wollte euch auf jeden Fall noch die Glosse von Soraya zeigen. Ich bin so stolz auf sie. Bei Douglas erhältlich, ich verlinke sie euch in die Infobox, auch nicht so easy bei Douglas reinzukommen, Leute. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ja, sie hat sie zusammen mit von Steve gemacht. Das hier ist der erste Ton. Ich dachte, er wäre... rostiger, aber er ist wirklich schön so nudig. Ein bisschen transparent, nicht so zu farbig. Lässt die Farbe auf jeden Fall der Lippen so durchscheinen, aber schön glossy. Also es ist richtig schön so wässrig auf den Lippen, wie man sieht. What's that? Mascara kann ich jetzt nicht testen. Moment, mein Handy dreht komplett durch. Okay, wir haben hier einmal eine Mascara, die müssen wir natürlich erstmal testen. Dann haben wir noch einen Ton, der nennt sich Rosalie. Sehr schön aus, sieht so interessant aus. Ich glaube, das ist aber, ist das ein Gloss? Ich glaube, bei meinem Hautton müsste ich jetzt was Dunkles reinmischen, dunkleren Lipliner. Aber er hat so ein bisschen Minze mit drin und meine Lippen sind direkt so ein bisschen getriggert für so einen Plum-Effekt. Sehr, sehr schön. Ich habe jetzt Spice verwendet von MAC. In Kombination und den habe ich bei so vielen gesehen, Mädels, und der sah immer so schön aus. Und dann haben wir noch eine weitere Mascara. Wie gesagt, die Mascaras teste ich erst dann im Laufe der Tage. Aber so schön. Und dann habe ich noch was bestellt bei About You. Da hat nämlich meine Freundin eine Kollektion mit About You rausgebracht, und zwar die liebe Tarane. Sie ist eine meiner längsten Freundinnen, die ich hier so habe. Jedenfalls habe ich mir das Shirt, das finde ich so cool. Ich glaube, ich zeige euch die Sachen morgen angezogen, wenn überhaupt, weil ich jetzt gerade mit diesen Kommentaren und so nicht so richtig fühle, das irgendwie aufzustylen und euch irgendwie zu zeigen. Ja, entweder mache ich es noch und blende es euch hier ein, oder hier haben wir einmal das Shirt. Das ist so ein schönes grünes Shirt. Das ist mal ein anderes Grün. Ich glaube, ich habe nichts, was in dieser Farbe ist, mit diesem Karma-Auge. Und ja, es ist eine Limited Edition. Ich bin sehr, sehr stolz auf sie. Steht auch About You x Tara neben. Dann habe ich noch den Hoodie bestellt, den passenden. Ich glaube, der wird richtig schön locker sitzen. Und der hat hier diese Palme, die Tarane auch als Tattoo hat. Die nennt sie immer Palmi. Der ist von innen so gefliest. Das heißt, der piekst nicht und fühlt sich, da muss man nichts drunter ziehen, dass es gemütlich ist. Wisst ihr, ich habe sie voll oft so lang... Armdinger an, so Kaschmir-Langarmdinger, damit einfach das Oberteil bequem ist, aber das braucht man hier auf jeden Fall nicht. Und was ich gerade sagen wollte, dieser Palmi ist auch in so einem Grün, sieht ein bisschen weißlich in der Kamera aus, aber ist auch so in so einem Grün gestickt. Die Hose, I like. Und sie hat sogar hier unten Schlitze. Sehr, sehr cool. Okay, dann hole ich jetzt mal die Zara-Sachen hier hin. Ich habe euch ja vorhin das Kleid schon gezeigt. Glücklicherweise hatte ich das ja für das Shooting an. Und jetzt hole ich noch die anderen Sachen hier hin. Es waren nämlich wirklich coole Sachen dabei. So, das war jetzt das Kleid, wovon ich vorhin gesprochen habe. Und es hat wirklich so einen richtig schönen Stoff. Und lange Arme, Gott sei Dank, weil diese Kleider haben meistens so 3/4 Arme.
Und ich mag das viel lieber, wenn die lange Arme einfach haben. Aber ja, das habe ich euch ja auch noch angezogen, könnt ihr jetzt sehen. Das ist jetzt das Kleid Nummer 1. Wunderschönes beiges Kleid. Damit gehe ich jetzt gerade ein Foto machen. Drehe das schon mal vor. Ein sehr, sehr schöner Stoff. Gab es auch noch in zwei verschiedenen Farben. In Schwarz hat mir der Stoff überhaupt nicht gefallen, leider. Und in dem Blau war das so ein bisschen verwaschen, obwohl das auch sehr, sehr schön ist. Mit so goldenem Schmuck und so überlege ich, ob ich das auch bestelle. Auf jeden Fall. Hinten ist es sogar ein klein bisschen länger. Und ja, I love it. Da habe ich diesen wunderschönen Mantel gezogen. Das ist ein absoluter Traum. Er ist so, ich bin einfach, ich liebe ihn so sehr. Ich finde ihn so schön. Er ist halt nicht so dick, ne? Also es ist eher, wenn ihr zum Beispiel mehrere Schichten anhabt, dann vielleicht für den Winter, aber er ist eher so, glaube ich, für den Herbst gedacht. Und er hat so ein richtig schönes Grün, was dieses Jahr ja sehr, sehr in ist. Und paart mit so ein bisschen Schwarz und auch so ein bisschen Beige. Also man kann auf jeden Fall beides dazu sehr chillig tragen. Und innen hat er auch so ein schönes Futter. Das heißt, wenn ihr die Arme hochkrempelt, dann habt ihr auch was Schönes drunter, ne? So. Dann habe ich zwei Blusen mitgenommen. Die hatte ich letztens an. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt auf Insta. So eine schöne, sehr lockere. Ist auch so eine, die man Sommer wie Winter anziehen kann, weil sie einfach so einen Stoff hat, der so ein bisschen kühlt. Ne? Hatte ich letztens im Kino an mit so einer beigen Hose. Und ja, war auch sehr, sehr schön. Hat so lange Arme. Geht so ein bisschen über den Po und ist ganz angenehm. Dasselbe habe ich mir auch nochmal in so einem Weiß geholt. So, so einem Creme Off-White-Grau. So ein bisschen gräuliche Untertöne. Man jetzt ein bisschen schlecht, aber es ist noch nicht mal Eierschale, weil ich finde, Eierschale ist warm, sie ist ein bisschen kühler. Leicht sitzendes Material, das habe ich mir geholt, weil ich nämlich diesen Wickelrock geholt habe und der ist wirklich auch sehr schön. Das ist, der hat so ein, an dem Model finde ich, online sieht es ein bisschen komisch aus, ich weiß nicht warum. Der ist auch richtig schön lang, das kann man schön mit Boots anziehen, vielleicht mit so schwarzen Enkelboots und ja, diesem Hemd. Ich glaube, sieht das ganz cool aus. Aber ja, dieser Rock ist wirklich auch sehr, sehr schön. Dann habe ich mir noch ein Oberteil und einen Rock geholt gleichzeitig. Also gleichzeitig, also aus derselben Kollektion. Und zwar habe ich einmal diesen Rock hier geholt. Guck mal bitte, was für ein schönes, rostiges Braun das ist. Super, super schön. Auch sehr lang, der Rock. Gefiel mir auch sehr gut, dass er so lang war. Und der hatte hier oben so eine Raffung, die auch sehr schön ist. Und dazu hatte ich ein Oberteil, habe ich auch letztens in Kombination getragen. So off-shoulder oder man kann es entweder so tragen oder halt so oder so. Und es hat dreiviertel Ärmel leider. Ich hätte so gerne, wenn es so lange Ärmel hätte. Aber ja, es kann hier mit einem Reißverschluss seitlich zugemacht werden. Und ist auch sehr bequem und sehr, sehr schön. Und dann haben wir noch last but not least einen wunderschönen Mantel, zu dem ich mich nicht überreden lassen habe, sondern den ich erst gesehen habe, als meine Cousine ihn anprobiert hat. Und zwar der hier. Ich hatte damit ein Foto gepostet. Aber er ist richtig schön. Man sieht auch mit den ganzen Farben, die da drin sind, kann man den auch absolut kombinieren. Gerade mit einem marineblau Jeans zum Beispiel. So vielleicht so einer Schlag-Jeans oder so einer weiten Jeans. Und keine Ahnung, einem Leader-Shirt geht auch. Also es ist wirklich viel Farbe mit da drin. Und sehr, wirklich sehr besonders. Ist auch grün noch mit drin. Und ihr seht einfach, den kann ich vielleicht mal so anziehen einfach. Ich habe jetzt meinen Fico-Pulli an. Von Teddy Comedy. Hier mit diesem Fico-Zeichen. Leider sind die Taschen hier zu. Ich muss die noch aufmachen. Auch der andere Mantel hat auch keine Taschen. Ist ein bisschen biesle unpraktisch. Aber ich finde den so, so schön. Der ist so richtig besonders. Mal was anderes. So, heute habe ich mal Frühstück gemacht. Bon Appetit. Maui. Wie geht's, Leute? Ich sitze schon den ganzen Tag am Laptop und bearbeite, sorry, ich habe einen Kaugummi im Mund, das Video für heute. Ich denke mal, dass ich das jetzt zu Ende bringen werde. Ich werde heute zum Sport gehen und ich habe es nicht geschafft zu streichen, was ich ja vorhatte, hier diese Kinosachen und so. Das kommt dann im nächsten Video, weil ich nämlich morgen und übermorgen und am Wochenende auch sehr viel Zeit dafür haben werde, das zu machen. Genau, ich habe jetzt gerade zu Ende geschnitten mit meiner schlauen Rolle. Die ist übrigens auf meinem Instagram-Account unter Q&A verlinkt, falls ihr danach fragt. Danach fragen nämlich immer super viele. Aber ich gucke mal, dass ich sie auch in die Infobox verlinke. Ah, ich habe den Anzug an. Ich habe jetzt kein BH an. Hier ist es mit dem Auge. Und das hier ist auch noch die passende Hose. Ich habe hier auch noch den Hoodie, der auch sehr, sehr schön ist. Und irgendwie muss ich die ganze Zeit dabei rausgucken, weil es einfach voll zu meinem Outfit passt. So ein schöner Herbsttag, oder? Ich muss unbedingt das Wasser hier von den Blumen wechseln, beziehungsweise die Blumen auch mal wegschmeißen.
Aber es ist so ein schöner, milder Herbsttag. Beziehungsweise, wenn man sich in die Sonne setzt, ist es schon warm. Ich saß gerade da draußen und dachte mir so, Sonnencreme wäre jetzt nie schlecht. Danke fürs Zusehen. Dann sehen wir uns nächsten Montag und dann nächsten Mittwoch oder wie ihr halt sagt, nächsten Montag oder Dienstag, je nachdem, wie ihr Lust habt, schauen wir dann einfach mal. Auf jeden Fall verabschiede ich mich und fange direkt das nächste Video an. I love you so much. Bye, bye.